Wir möchten nun auf einen Aspekt der Digitalisierung im weiteren Sinne etwas weiter eingehen, unter der Überschrift, ja, schöne, neue, smarte Verbraucherwelt. Wenn wir an Mobilität denken, dann ist das etwas, wo wir heute sagen, gut, wir benutzen jeden Tag Transportmittel in der einen oder anderen Weise, aber das wird mit Sicherheit nicht das Ende der Fahnenstange sein. Bei der CeBIT beispielsweise oder bei den Automessen sieht man momentan ja bereits, dass Dinge sich weiterentwickeln. Aber aus Ihrer Sicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe aus unseren Vorgesprächen und so weiter, ist das alles nur der Anfang. Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, wie wird sich Mobilität denn entwickeln? Nun ist, glaube ich, am Anfang erstmal sinnvoll, ein paar Definitionen vorwegzuschicken, um zu wissen, worüber ich auf welche Art und Weise spreche. Und ich würde gern mal so 6 Korridore oder Wirkprinzipien der Digitalisierung beschreiben, in denen ich, das sind eben auch Analysekorridore, über Digitalisierung der Mobilität nachdenke. Und dann kriegen wir das so ein bisschen auseinander differenziert. Einiges ist ja auch schon gesagt worden. Ich unterscheide einmal das ganze Thema automatisches Fahren oder Automatisierung. Kann ich gleich noch was zu sagen. Das Thema Vernetzung im Bereich der Mobilität. Das ganze große Thema Navigation, dann das Thema Information, Entertainment und Unterhaltung, dann den ganzen Bereich der virtuellen Mobilität oder des Telecommuting, wie das früher hieß, des Telependelns und dann einen 6. Bereich, den man vielleicht nennen kann Diskurs, also Metadiskurs über diese neuen Technologien und den Einsatz überhaupt von neuer Mobilität und wie das so stattfinden kann. Das sind so die 6 Korridore und da können wir beobachten, dass im Augenblick schon wahnsinnig viel passiert. Das hat mein Vorredner gerade schon gesagt, Beispiele genannt. Das Auto ist ein rollender Computer, jetzt schon eigentlich. Und viele Sicherheitsprobleme, über die wir gerade gesprochen haben oder gehört haben, treten ja jetzt schon eigentlich auf. Das ist ein Beispiel, wo eine enorme ökonomische Dynamik auch stattfindet. Es gibt große Mergers, es gibt große Zusammenschlüsse von Industrien. Audi, VW arbeitet mit Google zusammen, mit Hyundai, mit Honda. Der andere große Bereich ist BMW und Daimler zusammen mit Ferrari, die gehen auf Apple. Also da gehen die Firmen sozusagen aus dieser Sicht in neue Kooperationen hinein. Das ganze Thema Assistenz, Unterstützungsleistung, um das Fahren sicherer zu machen. Also ein riesengroßes Thema, der größte ökonomische Entwicklungsbereich eigentlich gerade im Bereich der Mobilität. Das zweite Thema ist das große Thema Vernetzung. Eben auch das Vernetzung der Autos, der Fahrzeuge untereinander, das K2K oder K2X. Also die Kommunikation der Fahrzeuge mit der Infrastruktur, auch mit dem Ziel einer Optimierung von Verkehrsflüssen, von Verbesserung der Sicherheitslage. Also wenn ein Auto über eine verfrorene Brücke fährt und der Stabilitätsassistent sagt, oh, das ist glatt, dann ist die Idee, dass das gleich weitergeleitet wird an die Fahrzeuge, die danach kommen und die dann gleich vorsichtiger oder langsamer fahren, abgebremst werden, dass dem Fahrer ein bisschen die Autonomie abgenommen wird. Das sind so Ideen und Modelle, die jetzt schon zum Teil stattfinden. Der automatische Stauassistent, der automatische Einparkassistent, das Kolonnenfahren und so weiter, ein Riesenthema. Was mir eigentlich am wichtigsten ist, vielleicht später auch für die Diskussion mit Ihnen, ist das große Thema Vernetzung der Mobilität eben nicht intramodal, also innerhalb eines Verkehrssystems wie der Automobilität, sondern intermodal, also die Vernetzung der Verkehrsträger untereinander mit dem Ziel der Optimierung des Gesamtverkehrssystems, um ein Stück weit von der Automobilität als dominantes System wegzukommen, ökologische Vorteile zu realisieren. Das ist ein Thema, über das wir vielleicht noch sprechen sollten gleich. Nun, wir haben eben von Cory Doctorow schon gehört, was alles momentan nicht funktioniert. Wenn Sie sich jetzt in Ihrer Rolle als Zukunftsforscher im Bereich der Mobilität, wenn Sie sich anschauen, diese ganzen Ideen, wie das zukünftig funktionieren könnte, intermodale Verkehrssysteme, wenn Sie da an diesen Aspekt auch nur denken, ist der ausreichend in dem berücksichtigt, was momentan an Entwicklungen stattfindet? Sie meinen jetzt, was verkehrspolitisch passiert oder was auch in den Industrien passiert? Was jetzt in den Entwicklungen bei den Unternehmen passiert? Nein, ganz eindeutig nicht. Ich würde sagen, das muss man beschreiben, das muss man auch wissen als Zukunftsforscher und ich würde auch meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass es nicht so kommt. Also es wird wahrscheinlich so kommen, die ökonomische Dynamik ist da einfach sehr stark, die Kapitalinteressen sind einfach sehr groß, in diesem Bereich neue Wertschöpfungsprozesse zu realisieren. Aber eigentlich, wenn ich jetzt sozusagen mich mal bezeichnen würde als jemand, der auch aus einer normativen Perspektive der Nachhaltigkeit auf das Thema Zukunft der Mobilität schaut, dann ist eigentlich das Thema Vernetzung der Verkehrsträger, die intermodale Perspektive, das, worüber wir eigentlich nachdenken sollten. Wenn man als Gesellschaft, als Volkswirtschaft eine bestimmte Menge an Geld, an Kapital ausgeben kann,
dann kann ich es eben nur einmal ausgeben. Und meine Idee wäre, es ist doch eigentlich besser, es in die Vernetzung, in die Alternativen, in das Nachhaltige zu stecken, als in die Optimierung eines Systems, von dem wir wissen, dass es hochproblematisch ist in ökologischer Hinsicht. Also das heißt, da wird eigentlich sowohl von politischer Seite, was die Rahmenregulierung angeht, als auch von den Industrien sehr wenig getan. Natürlich sprechen wir über Carsharing mittlerweile. BMW macht Carsharing, Daimler macht Carsharing, Volkswagen macht Carsharing, alle machen das. Vielleicht fragen wir mal ganz kurz ins Publikum, wer von Ihnen nutzt denn zum Beispiel Carsharing-Angebote? Das ist ein, boah, ist das ein repräsentativer Anteil? Das passt schon, ja, sehr wenig. Und aus Ihrer Sicht, wahrscheinlich wäre da noch mehr wünschenswert, woran hapert es denn momentan? Ja, wir sollten nicht nur über Carsharing sprechen, das ist ja sozusagen auch nur ein automobiles System. Wenn ich über Intermodalität spreche, dann meine ich eigentlich, es geht darum, die Fokussierung auf das einzige Fahrzeug oder auf das Automobil loszuwerden und in Richtung eben einer integrierten Mobilität zu gehen. Also ich nutze alle Verkehrsträger, ich nutze das Fahrrad, ich nutze die Call-a-Bike-Systeme, ich nutze auch mal ein Auto. Aber eigentlich geht es darum, die gesamte Palette der Verkehrsträger zu nutzen, für die langen Distanzen die Bahn und für die kurzen Distanzen, für den Lückenschluss, für die letzte Meile, wie die Verkehrsforscher sagen, dann eben, wenn überhaupt, ein Auto. Also mir geht es darum, immer dafür zu plädieren, eigentlich geht es darum, die Innovationspyramide vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also von den Systeminnovationen, den großen, über die Dienstleistung bis hin zu den Produkten zu denken. Und am Ende hat man vielleicht das eine oder andere Elektroauto, mit dem wir noch unterwegs sind. Aber es ist nicht mehr diese Form der Automobilität, die wir heute haben. Das heißt, wir verabschieden uns besser, zumindest für den Moment, ganz weit von dem Gedanken, dass jeder sein eigenes Auto auch nur hätte, dass wir dieses Carsharing, wie wir es heute kennen, vielleicht doch nutzen, sondern dass das in Zukunft alles ganz anders sein wird. Ich möchte noch eine andere Sache an das Publikum erst einmal fragen. Wer von Ihnen nutzt denn zum Beispiel Navigationssysteme zur Unterstützung beim Autofahren heute bereits? Oder fragen wir es andersrum, wer benutzt noch einen Stadtplan? Das sind auch noch einige. So ist es ja nicht. Wenn wir uns überlegen, dieser Bereich der Navigation, das ist ein Bereich, der relativ leicht verständlich ist, dass man dort eventuell mit digitalem, ja, sagen wir mal, einen einfacheren Nutzen erzielen kann für sich selber. Das ist aber auch erst der Anfang. Noch fahren die Autos nicht von alleine, noch müssen wir selber schauen, dass wir diesen, ja, Systemen mehr oder weniger glauben und dann entsprechend selbst steuern. Wo bewegt man sich da denn hin momentan? Und wo kommen wir da raus? Was heißt, das ist erst der Anfang? Also rein technisch sind wir schon sehr viel weiter. Rein technisch geht das alles schon. Rein technisch können wir das autonome Fahren eigentlich umsetzen. Was wir im Augenblick haben, ist eigentlich eine Akzeptanzproblematik oder eine rechtliche Problematik. Was passiert denn eigentlich, wenn der rollende Computer, der unterwegs ist, einen Unfall baut? Wer ist da verantwortlich? Ist das die Autofirma? Ist das die Firma, die Software produziert hat? Ist das Google? Sind das die Produzenten der Navigationssysteme oder ist es der Fahrer, dem das Auto gehört? Das ist eine offene Frage, aber rein technisch ist das alles mehr oder weniger schon mit einer großen Dynamik behaftet und es könnte da Quantensprünge in der Entwicklung geben, dass wir in absehbarer Zeit, es gibt auch Zukunftsforscher, die sagen, ab 2040 haben wir keinen Führerschein mehr, da wird ohnehin nur noch autonom gefahren. Warum sollen wir eigentlich nicht autonom fahren, sollen wir eigentlich noch selber fahren? Weil alle Datenstudien sagen, die meisten Unfälle werden vom Menschen verursacht und die Systeme sind möglicherweise viel effizienter und sicherer. Ist das für Sie im Publikum eine positive Vorstellung? Sie können gerne direkt mit in die Debatte eingreifen und auch mit diskutieren. Ich sehe da eine Meldung von Christian Forun. Dann gebe ich ihm doch mal ganz kurz das Mikrofon, einfach von mir. Vielen Dank. Mich würde mal interessieren in dieser ganzen Debatte, wir haben ja diese alten Prinzipien des Datenschutzrechts nach Datensparsamkeit, Zweckbindung, Privacy by Design und by Default und so weiter und so fort. Inwieweit sind das denn eigentlich noch adäquate Instrumente, um irgendwo auf der einen Seite den Nutzen all dieser tollen neuen Technologien zu gewährleisten, aber andererseits den Datenschutz, die Datensicherheit zu befördern? Also klassische Konzepte des Datenschutzrechts, die wir jetzt seit vielen Jahrzehnten irgendwie eingeübt haben, inwieweit sind die noch übertragbar auf diese neuen Szenarien? Wissen Sie, da muss ich jetzt dazu sagen, ich bin Mobilitätsforscher, der auch auf das Thema Digitalisierung guckt. Ich bin jetzt kein in der Wolle gefärbter Experte für Digitalisierung. Vielleicht können wir das nachher nochmal in der Diskussion aufgreifen, dieses Thema. Ich beobachte nur eine extreme Dynamik in dem Bereich. Ich kann auch nachher gleich nochmal was sagen, was ich persönlich davon halte.
aber im Augenblick beobachte ich eher, dass die Euphorie im Augenblick auf Seiten der Wissenschaft und auch auf Seiten der Autoindustrie, auch auf Seiten der großen Datenkraken so groß ist, in dem Bereich ganz viel umzusetzen und ganz viel Geld zu verdienen letztlich auch, dass diese rechtlichen und Sicherheitsfragen am Ende, das ist auch meine Sorge, hinten runterfallen und die Bereitschaft der User und der Nutzer ist in meinen Augen auch relativ groß, vieles mitzumachen und die Frage nach der Datensicherheit und nach dem, was passieren, was die Schattenseiten eigentlich dieser schönen neuen Mobilitätswelt sind. Es ist ja überschrieben hier die digitale Schubumkehr oder digitaler Treibstoff. Also das ist ein prägnanter Titel. Ich persönlich weiß gar nicht, ob diese schöne neue Mobilitätswelt, die da propagiert wird und die ich aus einer ökologischen Perspektive zum Beispiel auch gerne propagieren und fördern würde, ob ich die eigentlich aus einer Datenschutzperspektive möchte, ob ich die haben möchte. Das ist eine offene Frage für mich. Also vielleicht sind wir dabei, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Wenn ich sage, also die Digitalisierung ist der Treibstoff des 21. Jahrhunderts, ist vielleicht eine Möglichkeit, das knapper und teurer werdende Erdöl durch Intelligenz zu ersetzen, indem wir Vernetzung, Automatisierung, indem wir Substitutionsprozesse haben im Bereich der Mobilität. Das Ganze zusammengenommen mit der Solare mit der regenerativen Technologie und Energie in der Mobilität, also weg von einem fossil-industriellen Zeitalter in der Mobilität hin zu einem solar-digitalen, dann ist das schön zu beschreiben letztlich, aber der Preis dafür könnte sehr hoch sein, den wir zahlen müssen. Bevor wir zur nächsten Frage aus dem Publikum oder Anmerkung aus dem Publikum kommen, möchte ich doch noch mal einen Schritt zurückgehen und Sie darum bitten, wenn Sie so über intermodale Verkehrskonzepte nachdenken und so weiter, wenn ich mir jetzt überlege, so in, sagen wir mal, 10, 15, vielleicht auch 20 Jahren, wenn das vielleicht Realität ist, wie würde das denn aussehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt gerade hier in Berlin an der Kalkscheune und möchte jetzt meinetwegen in Köln in eine Kneipe. Was würde denn dann passieren in den Modellen, die Ihnen vorschweben? Das große Stichwort, mit dem das in der Wissenschaft diskutiert wird, ist das der Seamless Mobility, der übergangslosen, der reibungslosen Mobilität. Und ich erzähle Ihnen eine Geschichte vor 17 Jahren, als ich Mobilitätsforscher junger war im WZB, da haben wir immer über ein Gerät nachgedacht, von dem wir nicht wussten, wie es aussehen kann, was das sein kann. Wir haben das immer Personal Travel Assistant genannt. Und dieses Gerät hatte verschiedene Funktionen, nämlich die Integration der Verkehrsmodes, die Informationsfunktion, die Abrechnungs- und Buchungsfunktion. Also im Grunde das Integrieren all der Übergänge, die man sonst selber machen muss mit Fahrplan lesen, mit Automaten und so weiter. All das sollte sozusagen von diesem Gerät übernommen werden. Dieses Gerät haben Sie mittlerweile alle in der Tasche. Das ist Ihr Smartphone, zusammen mit den Apps, die es dazu gibt von Waymate oder Moovil oder wo auch immer. Haben Sie im Grunde das schon? Also Sie reden immer davon, die schöne neue Mobilitätswelt, die haben wir rein technisch in Ansätzen schon. Die Frage ist, wird das sich umsetzen? Wird der Nutzer das aufgreifen? Da wird es natürlich auch viele technologische Verbesserungen geben, aber alles im Allen sind die technologischen Möglichkeiten jetzt schon vorhanden, eine intermodale Mobilität bis ins Detail zu leben. Und wenn Sie jetzt mich fragen, ich will nach Köln, ja, dann gebe ich das ein in mein Smartphone, in der App und dann sucht die mir den besten Weg raus. Ich kann noch angeben, ich möchte bequem fahren oder ich möchte besonders schnell fahren oder ich möchte durch eine landschaftlich besonders reizvolle Gegend fahren. Das kann ich ja alles steuern. Mittlerweile die Algorithmen im Hintergrund, die berechnen mir das alles und dann kann ich sagen, ich möchte vielleicht auch besonders ökologisch fahren, ich möchte kein Auto in der Kette haben, dann wird mir die nächste Radstation genannt, dann gehe ich zur Radstation, dann ist das Rad schon gebucht, ich steige auf das Rad, ich fahre zum Bahnhof, ich steige da ohne ein Ticket buchen zu müssen, sondern nur mit meinem Gerät in den Zug. Es wird gecheckt, dass ich eingecheckt habe, ich kriege meinen Platz genannt, ich setze mich hin, ich fahre hin, ich arbeite vielleicht ein bisschen unterwegs oder konsumiere ein digitales Medium. Ich steige dann dort aus und da geht es dann genauso weiter mit dem Rad oder mit dem Taxi oder wie auch immer ich das eingegeben habe. Und das Ganze passiert mehr oder weniger im Sinne von Nutzen, ohne nachzudenken. Das ist ja das Stichwort. Also nicht nur Nutzen statt Besitzen ist ein Stichwort der schönen neuen Mobilitätswelt, sondern auch Nutzen, ohne nachzudenken. Und warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil wir das, was das Benchmark für Mobilität im Augenblick ist, nämlich das Automobil, nutzen, ohne nachzudenken, mehr oder weniger. Wir nutzen das im Sinne von routinisierten, habitualisierten Prozessen. Und wenn eine Alternative dagegen ankommen will, dann muss sie eben auch in einem Stück weit funktionale Äquivalenz zu diesem Produkt und der Nutzungsmöglichkeit bieten, nutzen, ohne nachzudenken. Das ist die Seamless Mobility. Nutzen, ohne nachzudenken. Zuerst Ottmar Lell vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Ja, ich wollte gern zu dem Punkt zurückkommen, wo wir eben gewesen sind, wo Sie gesagt haben, das, was Sie aus Nachhaltigkeitssicht für sinnvoll halten, ist möglicherweise aus Datenschutzgründen gar nicht so erstrebenswert. Eigentlich sollte es doch darum gehen, wie kriegt man es hin, dass beides funktioniert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da Modelle finden kann, die eben beides vereinbar machen. Eben gerade das Prinzip Datensparsamkeit, man könnte es ungefähr so machen, dass man sagt, es gibt öffentlich kontrollierte oder in der öffentlichen Hand befindliche Schnittstellen, die wirklich auch nur ganz fundamentale Daten speichern, meinetwegen die Personenidentität und alles andere wird nur von dem jeweiligen Unternehmen registriert, das die Dienstleistung abwickelt und es werden dann eben nicht große Datenmengen über den Nutzer an alle möglichen Unternehmen in der ganzen Transportkette weitergegeben, sondern eben nur sehr spezifische Daten, sodass man eben ja, den Datenwust einfach kontrollierbar hält. Halten Sie sowas für realisierbar? Sehen Sie auch politisch, dass sich in die Richtung etwas bewegt? Also rein theoretisch halte ich das alles für realisierbar und ich bin eigentlich doch eher Optimist als Pessimist. Aber letztlich müssen wir uns nichts vormachen. Das, was von meinem Vorredner beschrieben worden ist, ist Realität. Und wenn Sie eine Kooperation haben von Google mit Audi beispielsweise, machen wir uns doch nichts vor. Die haben ein Interesse daran, natürlich Geotracking zu betreiben. Und die haben natürlich Interesse daran, rauszukriegen, wo die User hinfahren und diese Daten möglicherweise dann zu verkaufen wiederum. Also überall dort, wo ökonomische Interessen ein Zusammenhang spielen oder wo ökonomische Interessen zusammenkommen mit Herrschaftsinteressen, und das haben wir nun mal dummerweise jetzt in den USA ganz stark, aber auch hier, ist Tür und Tor geöffnet einem Konsum- und einem Herrschaftstotalitarismus. Und da mache ich mir als Politikwissenschaftler im Grunde keine Illusionen, dass die Probleme sehr groß sind in dem Bereich. Aber rein theoretisch ist das steuerbar mit einem starken politischen Votum, das zu wollen. Ist es für mich machbar, denke ich schon, ja. Das starke politische Votum, dem wird Peter Schaar mit Sicherheit nicht widersprechen, dass es das braucht. Also ich wollte ansetzen bei Ihrem Wort von dem Nutzen ohne nachzudenken. Und da finde ich schon, dass es natürlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zu einer solchen Situation zu kommen. Die eine Situation haben Sie beschrieben, das ist sozusagen die Google-Welt. Ein Unternehmen versucht aus allen möglichen Lebensbereichen die Informationen zu bekommen und schlägt uns dann etwas vor, was wir häufig auch für sinnvoll halten, aber vielleicht nicht immer. Wir wissen gar nicht, warum bestimmte Restaurants uns vorgeschlagen werden, die sich an der Wegstrecke befinden, andere nicht. Google weiß das vielleicht. Vielleicht hat dieses Unternehmen einen Vertrag mit Google und das andere nicht. Möglicherweise entgeht uns da ja auch etwas. Vielleicht etwas sehr viel Besseres, sehr viel preisgünstigeres. Also das kann durchaus ja dabei passieren. Das andere Szenario wäre ja, dass ich selber als Person viel stärker auch die Kontrolle über die Daten habe und die Vorteile gleichwohl in Anspruch nehmen kann, ohne dass mir diese Datenhoheit weggenommen wird und ohne dass, wenn ich wissen will, wie das funktioniert, mir gesagt wird, das geht dich gar nichts an, das ist unser Geschäftsgeheimnis. Da ist man dann wieder bei der Schufa-Entscheidung des BGH. Also ich finde, das sind so Punkte, wo man sagen kann, da gibt es durchaus Alternativen und man sollte genau in diese unterschiedlichen Richtungen schauen, damit man sehen kann, wo da die Stellschrauben dann auch liegen. Also ich kurz da was darauf reagieren kann und sagen kann dazu, es ist in der Tat die Frage, wie sich der Kunde in Zukunft verhalten wird. Und ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Der Kunde neigt im Augenblick, so beobachte ich das, noch zur bequemen Variante. Ja? Und er neigt dazu, die professionellen Mobilitätsdienstleistungen von Daimler oder BMW zu nehmen und zu konsumieren. Aber es gibt zunehmend zu beobachten, eben auch auf Basis dieser digitalen Technologien, die ja zunehmend händischer werden und vom Einzelnen besser gehandhabt werden können, private Initiativen, also Private-to-Private-Carsharing ist zum Beispiel ein Thema,
was im Markt eine Rolle spielt, wo die professionellen Anbieter sich Gedanken machen drüber, wo also Menschen anfangen, nachbarschaftliches Autoteilen zu betreiben mit selbstgeschriebenen Applikationen und wo genau das, was Sie sagen, natürlich schon stattfindet. Ich kann ein Stück weit mehr Hoheit über meine Mobilität gewinnen, das auch mit Hilfe digitaler Medien, aber ich habe mich nicht verkauft an BMW oder Google oder andere und bin eben dann in dem Sinne noch ein Stück weit autonomer. Ich denke, das geht mit einer jetzt schon vorhandenen Praxis ganz gut einher, was Sie sagen. So, wir haben eine rege Diskussion, die sich anbahnt. Als nächstes Professor Haas und dann machen wir das vorne weiter. Vielleicht die Frage, also ich erinnere mich an eine Zeit, viele sind ja jünger hier, da ging man an den Schalter, kaufte eine Fahrkarte, zahlte mit Bar und keiner wusste, wo man hinfuhr. Also die Frage ist, ob wir Konzepte der Pseudonymisierung, vieles, was wir heute treiben, braucht unsere Identität eigentlich gar nicht. Ob wir viel zu wenig, wir in der Medizin mussten uns schon länger mehr damit beschäftigen, aber ob wir in den anderen Branchen zu wenig Pseudonymisierungskonzepte nutzen und erzwingen, auch als Verbraucher, und sagen, selbst wenn ich einen vertrauenswürdigen Dritten habe, der bei gewissen Tatbeständen das Pseudonym auflösen kann, aber solange es nicht notwendig ist, brauchen eigentlich die Konzerne nicht wissen, dass das mein Auto ist. Die Bahn braucht nicht wissen, dass ich da gefahren bin. Ich würde mal schätzen, 80% der Dinge, die wir heute tun, braucht eigentlich unsere Identität nicht wirklich. Wie sieht es denn mit solchen Ansätzen bei der Mobilität aus? Ihr spricht ja im Grunde für das Nutzen statt Besitzen. Pseudonymisierung plus Verzicht auf Privatbesitz eines Fahrzeugs ermöglicht mir genau das, dass ich sozusagen mehr oder weniger anonym unterwegs bin, wenn ich diese Ansätze umsetze, wenn ich ein Auto besitze, wenn ich eingetragen bin als Halter dieses Fahrzeugs, wenn ich dann in diesem ganzen Automatisierungs-Vernetzungssystem K2X, K2K unterwegs bin, die ja jetzt schon eingebaut sind, müssen wir uns ja auch nichts vormachen, die Ferndiagnosesysteme von BMW und Daimler und so weiter, die laufen jetzt schon alle mit und jetzt ist schon lückenloses Geotracking möglich. Und wir sprechen dann natürlich, glaube ich, nachher auch noch über die Schattenseiten. Dann mache ich das jetzt nicht, aber das ist jetzt schon der Fall, dass diese Dinge schon passieren. Man hat es vielleicht auch gerade in der Diskussion um diese verschwundene Boeing ganz schön gesehen, wie viele verschiedene Techniken gleichzeitig bereits im Einsatz sind. Auf der einen Seite dieses Signalsystem, was normal ist für zivile Luftfahrt, auf der anderen Seite, was jetzt gerade heute nochmal durch die Presse geisterte, nämlich diese automatischen Wartungszustände, die von Rolls-Royce alle halbe Stunde gemeldet werden, wo denn sich jetzt dieses Flugzeug jetzt gerade zum Beispiel befindet. Das ist etwas, womit ich jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht gerechnet hatte, dass ein Triebwerk selbstständig seinen Zustand und seinen Standort weitermelden könnte. Das heißt, wir sehen, dass diese Sensoren auch überall schon bereits drin sind und bereits eben ja, auf viele Arten und Weisen nach Hause melden. Wir haben dort vorne die nächste Wortmeldung. Ja, ich würde Sie bitten, quasi zu drei Punkten Stellung zu nehmen. Der eine Punkt ist der, durch die smarte Mobilität erfolgt ja quasi eine Entmündigung und eine Erlebnisarmut. Stichwort, früher konnte man den VW Käfer selbst reparieren, heute sitzt man in einem Elektronikgeschoss und muss für teures Geld reparieren. Wie stehen Sie dazu? Auf der anderen Seite sehe ich, dass ja alle Menschen zum Thema Individualisierung möglichst viel selbst erleben möchten und möglichst individuell sein müssen. Und diese Wagen und diese neuen Gefährte erlauben das ja nicht. Der zweite Punkt ist der automobile Stadt. Unsere Stadtplanung ist sehr stark darauf ausgerichtet, externe Zentren zu haben, zu denen sich die Leute mit Autos hinbewegen müssen, um dort ihre Einkäufe zu tätigen. Und andererseits die Couch-Potatoes, die über Amazon und Logistikunternehmen sich alles nach Hause bringen lassen. Wie sehen Sie das? Und der dritte Punkt ist der, es wird immer so getan, und da komme ich auf Ihr Köln-Beispiel zurück, wer will denn schon hier von Berlin aus nach Köln fahren, um ein Kölsch zu trinken? Das ist doch eine ganz kleine Gruppe. Wir vergessen völlig, dass wir viel Armut und prekäre Lebenssituationen in Deutschland haben. Und selbst die, die in Lohn und Brot sind, müssen arbeiten und bekommen Burnout. Also ist diese zusätzliche smarte Mobilität nicht eigentlich für nur eine ganz kleine Gruppe und führt die nicht nur zu einem Digital Divide, sondern auch zu einem Mobile Divide? Also zu Ihrer ersten Frage, und Sie helfen mir dann bei den weiteren, falls ich die jetzt nicht richtig mitgeschnitten habe, die erste Frage, da kann man antworten, dass
symbolische Konsum, davon spricht ja die Soziologie im Bereich der Mobilität, Frage Individualisierung, also die Art und Weise, wie wir uns versuchen, auf unsere Konsum, mit unseren Konsumweisen zu unterscheiden von anderen, im Bereich der jüngeren Generation, wenn man den neuen Studien glauben darf, weggeht vom Besitz vom Auto, von dem Käfer, von dem ich unterscheide mich mit dem Fahrzeug, was ich fahre, das Besitzen von Fahrzeugen, das Nutzen von Fahrzeugen zunehmend auch total unwichtig wird und sich auf andere Bereiche, zum Beispiel auf den Besitz eines Smartphones, welches Smartphone besitze ich und so weiter, wo bin ich gewesen, verlagert. Das heißt, ja gut, das ist eine Wertfrage. Ich bin bei Ihnen. Ja? Ich würde auch lieber mit dem Dodge Ram durch Nordamerika fahren und hätte Spaß daran, wenn es nicht so unglaublich unökologisch wäre. Aber da bin ich bei Ihnen. Das ist eine Wertfrage, da kann ich Ihnen jetzt wenig dazu sagen. Aber das schließt sich ja jetzt auch nicht zwangsläufig aus. Ich kann ja mal das eine Mal Ihr Seamless Mobility Angebot wahrnehmen und das andere Mal auf ein Rad steigen, was vielleicht nicht vernetzt ist. Oder wo ich diesen Privacy-Knopf, den Herr Kelber eben erwähnte, drücke und dann privat durch Brandenburg. Wissen Sie, das ist nämlich der nächste Punkt, auf den ich kommen wollte. Ich würde sagen, durch die Vernetzung der Verkehrsträger, durch die Vielfalt der Verkehrsträger, die ich nacheinander oder parallel dann nutze, habe ich eigentlich doch auch einen Gewinn an Vielfalt im Vergleich dazu, dass ich vorher immer nur im Fahrzeug gesessen habe. Ich kann mit dem Rad unterwegs sein, ich kann in der Bahn was erleben. Also auch wiederum eine Wertfrage, aber ich würde dem gegenhalten, dass diese These nicht unbedingt der Wahrheit entspricht oder Wirklichkeit entspricht, dass das zu einer Erlebnisarmut und Reizarmut oder zu einer Standardisierung führen muss, notwendigerweise. Es geht die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Die zweite Frage war die Frage nach den nach Suburbia, ne? Wenn ich das mal so übersetzen darf, also die Eigenheim-Automobilkultur, die wir die letzten 60 Jahre entwickelt haben, also letztlich eine Raum- und Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur entwickelt haben, die gar nicht mehr anders belebbar oder nutzbar ist, ohne die Zuhandenheit des Automobils. Das ist ein Problem, was sich nicht so einfach aus der Welt schaffen lässt, da muss man sich auch nichts vorlügen. Gegenden wie Kleinmachnow in Berlin beispielsweise, die ganz schlecht angebunden sind, da sind die Menschen, die dort leben, ein Stück weit darauf angewiesen, mit dem Auto zur nächsten S-Bahn-Station mindestens zu fahren. Oder sie fahren gleich weiter. Das ist eine Frage der Raum- und Siedlungsplanung. Das, was über die letzten 30, 40, 50 Jahre entwickelt worden ist, das lässt sich ja nicht von heute auf morgen wieder rückbauen oder umbauen. Die Strategien der Stadt- und Verkehrsplanung gehen natürlich dahin. Und auch da beobachten wir gewisse Trends, dass es zu einer Reurbanisierung kommt, dass die Menschen wieder zurückziehen in die Städte, je attraktiver die werden auch die Städte und verzichten auf das Eigenheim im Grünen, aber es gibt natürlich in Gegenden Deutschlands nach wie vor den Trend ins Suburbane und solange nicht im Rahmen einer politischen Rahmenregulierung, wo Treibstoffe teurer sind, wo es eine CO2-Rahmenregulierung gibt und so weiter, das Autofahren an sich teurer oder unattraktiver wird im Vergleich zu Alternativen und gleichzeitig auch, darüber haben wir auch gar nicht gesprochen, wir brauchen natürlich für diese smarte neue Mobilitätswelt eins ganz besonders, wir brauchen sehr gut ausgebaute kollektive Verkehrsträger. Ja? Das ist nicht der bürokratische, muffige Behördenverkehr der 70er und 80er Jahre, sondern wir brauchen bessere öffentliche Verkehrsträger, die sind das Rückgrat dieser integrierten Mobilität, wo das andere dann angeflanscht wird. Auch das ist dann wiederum eine Aufgabe der Investitions- und Verkehrs- und Siedlungspolitik, das zu verbessern, die Anbindung dieser suburbanen Region zu verbessern und möglichst auch gar nicht durch weitere Finanzierungsmodelle für Bauherren und so weiter zu unterstützen, dass im Grünen weiter gebaut wird und dieses Problem, was wir haben, noch vergrößert wird auf diese Art und Weise. Die dritte Frage war die nach dem Digital Divide in Form des Mobile Divides oder des Mobility Divides. Kurz gefasst, ist das nicht bereits eigentlich heute schon? Der eine fährt Rolls-Royce oder fährt Taxi und der andere muss laufen? Ich glaube, dass Mobilität immer hierarchisch war und ein Stück weit auch bleibt. Möglicherweise ist es aber auch so, dass durch den Zugang und Smartphones sind ja nun keine Elitenangelegenheiten mehr noch. Also zum Teil schon, aber wenn ich so sehe, meine Studierenden, und das sind nicht unbedingt diejenigen, die wahnsinnig reiche Eltern haben, die meisten haben so ein Smartphone und mit diesem Smartphone kann ich vieles von dem, was ich beschrieben habe, machen. Letztlich. Ich glaube das nicht, dass das, es gibt dann auch Kostendegressionseffekte, wenn die Märkte größer werden, wenn die Devices billiger werden. Ich glaube, mittel- und langfristig betrachtet könnte das auch wiederum eine Frage der Steuerung des Ganzen von politischer Seite, müssen wir halt ein Auge darauf haben, dass dieser Digital Device so klein wie möglich gehalten wird. Es gibt viele Fragen, aber nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, deswegen bitte ich Sie darum, die Fragen möglichst kurz zu halten, dort vorne hinter dem Pfosten von Ihnen aus wahrscheinlich gesehen.
Herr Lotzieben, ja, hallo. Herr Gerd Lotzieben vom Ökologischen Verkehrsclub VCD. Herr Randler, all das, was Sie gesagt haben, klingt so schön und vernünftig, Aber zum Beispiel autonomes Fahren. Sind Sie sicher, dass die Autoindustrie dort mitspielt? Denn die Autoindustrie hat ja jetzt viele Jahre lang den Leuten erfolgreich weisgemacht, dass sie zum Beispiel SUVs brauchen, geländegängige Fahrzeuge, obwohl sie nie ins Gelände kommen. Und wir wissen ja, viele Menschen verhalten sich unvernünftig, irrational. Die kaufen tatsächlich diese SUVs oder sind Mitglied im ADAC. Das war der Werbeblock. Ich hab noch eine zweite Frage, die möchte ich auch noch gerne loswerden. Also die nachhaltigste Mobilität, die ich ja haben kann, ist ja, wenn ich von hier aus mit dem Fahrrad nach Hause fahre gleich. Wäre toll, wenn ich hier einen vernünftigen Parkplatz hätte für mein Fahrrad. Hatte ich nicht, aber egal. Ich fahre gleich mit dem Fahrrad nach Hause. Dafür brauche ich eigentlich gar keine digitale Unterstützung. Ich habe auch 10 Apps auf meinem Handy, die mir bei der Mobilität helfen. Klar hat man das heute. Aber das Wichtigste ist, ich brauche ein vernünftiges Fahrradroutennetz. Und das Problem ist, wer investiert da eigentlich? In der digitalen Welt sehe ich zurzeit viel, viel Geld, was dort wandert, was investiert wird. Wie sorgt man dafür, dass das Nachhaltigste, was man überhaupt machen kann, dass das auch gefördert wird? Die beiden Fragen habe ich an Sie. Ich glaube, ich muss es mal mit dem Missverständnis aufräumen. Danke, Herr Lotzieben. Meine Aufgabe hier war, zu systematisieren, zu strukturieren, noch ein Stück weit das, was möglich sein könnte in der Zukunft, darzustellen. Und ich muss sagen, dass ich ganz bei Ihnen bin, Herr Lotzieben, was die Interessen der Automobilindustrie angeht. Die Fragen von autonomen Fahren, die meinten wahrscheinlich eher die Vernetzung und die Intermodalität und das Carsharing. Also ich glaube, dass natürlich die Autoindustrie großes Interesse hat. Und wenn ich nach Nordamerika schaue, dann gehen die Trends in eine ganz andere Richtung. Nordamerika wird ein Niedrig-Energiepreisland werden, oder ist es jetzt schon? Und in Nordamerika beobachten wir, dass all das, was da an innovativen Ansätzen war, zurückgefahren wird. Die Leute fahren umso größere Autos, die fahren ihre Pickup-Trucks, die fahren ihre Fords, die fahren große Fahrzeuge, die haben eine schlechte Infrastruktur. Also es ist ein gigantisches Rollback, was in den USA stattfindet. Und wenn ich jetzt höre, dass Volkswagen weltgrößter Automobilhersteller werden will, dann muss man natürlich, wenn man das will, in Nordamerika extrem erfolgreich sein und die Marktanteile hochfahren. Und wenn ich das sehe, dann wird man natürlich, wenn man das will, dieses Ziel, größter Automobilhersteller der Welt zu sein, weniger in intermodale Konzepte und Carsharing investieren in Zukunft, als in Nordamerika in die Pickup-Trucks. Da haben Sie völlig recht. Ich persönlich sehe das sehr kritisch. Also das, was ich beschrieben habe, ist nicht unbedingt das, was ich also mal realistisch betrachte als das Wahrscheinliche halte. Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen Möglichkeitsszenarien, die wir als Zukunftsforscher aufschreiben oder aufzeigen, und wahrscheinlichen Szenarien. Und das, was Sie beschrieben haben, was ich auch teilen würde, ist ein wahrscheinliches Szenario. Ich will mir aber auch gleich ein Stück weit widersprechen. Ja? Wenn ich jetzt nach China schaue, und Sie müssen mir gleich nochmal die Gelegenheit geben, die anderen Schattenpunkte, die mir sehr wichtig sind, hier zu erzählen oder darauf zu kommen, die auch nochmal ein anderes Licht auf diese schöne neue Mobilitätswelt werfen. Wenn ich nach China schaue und gucke, welchen ökologischen Handlungsdruck hat und möglicherweise da eine ökologisch sehr interessierte und rege Mittelklasse entsteht, wenn ich nach Peking schaue, wo 11 Millionen Menschen leben und 7,5 Millionen Fahrzeuge bald auf der Straße sind und die Kommunalverwaltung eigentlich jetzt kurz davor ist, den Fahrzeugbesitz zu deckeln und zu sagen, wir machen das zu bei 6,5 Millionen Fahrzeugen. Wir müssen aber den Bürgern irgendwie ein Angebot machen, was die Mobilität angeht. Was machen wir? Wir sagen, wir schreiben aus einen großen Wettbewerb, und dann muss jemand mal sich überlegen, wie er 50.000 Carsharing-Autos oder 100.000 auf die Straße bringt, die auch gleichzeitig vermarktet. Der kriegt einen großen Preis. In den USA nennt sich das Golden Carrots als innovationspolitisches Instrument. Und der Anbieter, der Autohersteller zusammen mit einem Google oder einem Apple oder was auch immer oder einer großen Carsharing-Firma, die das hinbringt, die kriegt dann sozusagen diese goldene Karotte ausgezahlt. Da entsteht natürlich ein gigantischer Markt für das andere Modell, was ich gerade beschrieben habe. Und für mich ist es offen, im globalen Kontext, wie sozusagen die Automobilhersteller sich orientieren müssen, orientieren werden, der Innovationsimpuls, auch der ökologische, der aus China kommen könnte, nicht aufgrund dessen, dass sie moralisch oder normativ so weit entwickelt werden, sondern einfach, weil der Problemdruck so groß ist, die Emissionen so schlecht sind in Peking beispielsweise, dass man da kaum noch leben kann, dass sich da sehr schnell was verändern könnte im globalen Automobil- und Mobilitätsmarkt
ein Quantensprung passieren könnte, der dem widerspricht, was Sie gerade gesagt haben, was ich auch teilen würde. Also das ist offen. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickeln wird. Nun lassen wir uns kurz zum Schluss dieser Runde, sonst bringen wir unsere Gäste hier komplett um die Kaffeepause, auch wenn wir ein bisschen später angefangen haben. Lassen Sie uns ein bisschen auf die Schattenseiten denn schauen. Sie haben gerade stark davon gesprochen, welche Treiber eigentlich tatsächlich auf den Märkten unterwegs sind. Der Blick nach China, der Blick in die USA, der Blick in andere Märkte. In Deutschland wird viel und auch heute hier über Datenschutz, Datensicherheit und Ähnliches diskutiert. Aber Deutschland ist ein begrenzter Markt und selbst wenn Europa sich einig ist, ist es ja doch noch ein relativ begrenzter Markt. Wie könnte das denn eine Zukunft haben? Ich spreche nochmal über die Schattenseiten, sagten Sie gerade. Ja. Also ich nenne immer so als Merkposten die drei großen R. Wir haben ja gerade über die rechtliche Frage gesprochen, über die Digitalisierung, über die Herrschaft der sich selbst reproduzierenden Algorithmen und so weiter. Das zweite große R ist die Frage der Resilienz. Wir haben das gerade bei meinem Vorredner schon ein bisschen anklingen gehört. Was heißt resilient? Resilient heißt erstmal Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen, ist ein Begriff aus der Psychologie. Ich will es mal auf eine ganz plastische Formel bringen. Aus der Gewerkschaftsbewegung kennen Sie alle den Spruch, alle Räder stehen still, wenn der starke Arm des Arbeiters es will. Wir können auch sagen, alle Räder stehen still, wenn der böse Hacker es so will. Also was ist eigentlich, wenn diese Ferndiagnosesysteme, die jetzt ja schon alle permanent online sind, wenn die Navigationssysteme gehackt werden, wenn die Luftraumüberwachung gehackt wird, wenn die ganzen intelligenten Systeme, die diese smarte intermodale Welt dann auch am Laufen halten. Und das haben wir ja gerade gehört, wie weit das schon gedacht wird und wie überall die Bugs schon eingebaut sind, wenn die kontrolliert übernommen werden oder manipuliert werden. Dann haben wir nämlich einen großen Mobilitätsgau, eine Art Mobilitätsfukushima, und das hat sich gewaschen. Also je abhängiger wir uns machen, indem wir diese Technologien einziehen, je mehr wir uns ins Gehäuse der Hörigkeit dieser neuen digitalen Welt begeben, desto verletzlicher werden wir letztlich auch. Und das ist etwas, was mir im Augenblick sehr große Bauchschmerzen macht, neben den rechtlichen Fragen. Das eine ist die schöne, neue, ökologische, smarte Welt, und das andere ist eben diese Frage der rechtlichen Seite, der Durchschaubarkeit, der Transparenz und dann eben die Frage der Resilienz. Sie alle kennen vielleicht dieses Buch, oder viele von Ihnen kennen vielleicht dieses Buch Blackout von Mark Ellsberg, der das beschrieben hat, für den Bereich eines über Smart Grid integrierten, innovativen, sehr stark auf regenerative Energien setzenden Energiesystems. Wie anfällig und abhängig das eigentlich wird gegenüber Hackerangriffen, wie schnell in Kaskadeneffekten sich Probleme, die in Holland auftauchen, durch ganz Europa fressen können und dann ist plötzlich ganz Europa ohne Strom. Was das bedeutet, hat gerade das Büro für Technikfolgenabschätzung in einer Zukunftsstudie aufgeschrieben. Ellsberg hat das nur literarisch im Grunde transformiert und narrativ aufbereitet. Also das ist etwas, was mir große Gedanken macht. Und wir erhöhen natürlich die Gefahren und Abhängigkeiten, je mehr wir auch im Bereich der Mobilität diese digitalen Systeme einziehen. Und das dritte große R ist das Thema der Ressourcen. Auch da, ich glaube, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, sollten wir drüber sprechen, die Frage der ökologischen Rucksäcke. Also je hochtechnologischer ein Produkt wird, ob es nun die schöne neue Elektromobilitätswelt ist, kommt ja auch noch dazu, wo unheimlich viel Kupfer oder Neodym oder andere seltene Rohstoffe, Lithium drin steckt. In jedem Smartphone stecken kostbare Metalle und seltene Erden. Und je mehr diese Dinge und diese Technologien im Sinne von Ubiquitous Computing in unseren Alltag eingezogen werden, desto größer wird natürlich auch der gigantische globale Rucksack, der ökologische dieser Technologien. Und da muss auch darüber nachgedacht werden, wie wir im Grunde im Sinne einer Cradle-to-Cradle-Ökonomie, so nennt das Michael Braungart, einer Ökonomie, die von der Wiege zur Wiege sozusagen Rohstoffe, wenn sie einmal aus einem Produktlebenszyklus eines Handys oder eines Autos rausgeht, wieder ganz am Anfang wieder sofort neu in einen neuen Produktlebenszyklus reingepackt werden, ohne dass es zu großen Verlusten kommt dabei. Ich glaube, dass in einer solchen smarten Welt, wie wir sie uns vorstellen, ob es nur Elektromobilität ist, ob es Digitalisierung ist, ohne die Debatte der Ressourcenfrage sehr schnell an ein großes ökologisches Problem kommen. Nehmen Sie das Beispiel Bangalore in Indien oder Block Boshi, ich glaube, das ist der richtige Name, in der Nähe von Accra, in Ghana, meine Tochter ist da gerade in Ghana, die sagt, es ist ein unglaublicher Ort und es gilt ja auch als einer der schmutzigsten Orte der Welt. Was passiert da? Da werden die Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke von uns vor 10 Jahren von Menschen in händischer Arbeit auseinandergenommen und die Rohstoffe rausgeholt. Das ist natürlich in sozialer und ökologischer Hinsicht auch eine riesige Sauerei und ein riesiges Drama im Grunde, was da passiert. Da gehen Generationen, die sich vergiften da dran. Also die digitale, neue, schöne Welt wird nur funktionieren, wenn wir eine dritte industrielle Revolution in Richtung Cradle-to-Cradle-Ökonomie uns ausdenken, die diese Rohstoffkreisläufe parallel dazu darstellt.
Ein schöneres Schlusswort für diesen Teil hätte ich mir jetzt nicht ausdenken können. Herzlichen Dank für diese angeregte Diskussion mit dem Publikum, was mich sehr, sehr freut. Applaus